Mont Croisin, mitten in den Windkraftanlagen, lebt der Jakob Kunz. Der Landwirt lebt seit 40 Jahren hier. Seit ein paar Monaten muss er jeden Tag 4 Bauchfelldialysen noch machen. Das hier ist ein Teil vom Material. Das ist das, was ich in der Nacht brauche. Hier sind Schachteln für den Tag durch. Da gibt es die gelben und die grünen. Von den gelben brauche ich 2 und von den grünen 1 im Tag. Da ist mein Zimmer, wo ich es mache. Das ist die Portionen, die ich in einem Tag brauche. Morgen, Mittag, Nachmittag und am Abend. Die vielen Boxen sind für gerade mal 2 Wochen Dialyse. Jeden Monat bringt ihm ein Lastwagen das ganze Material heim. Die Behandlung braucht viel Platz und auch viel Zeit. Jede Dialyse geht eine gute halbe Stunde. Der Jakob Kunz kann nicht mehr mehrmals täglich ins Spital zur Hämodialyse fahren. Darum macht er die Bauchfelldialyse daheim. Wenn die Frau mich muss führen mit ins Spital, das sind 30 Kilometer ein Weg. Da bringt sie mich aufs Spiel, holt mich am Abend wieder. Also das macht 4-mal die Fahrt. Das gibt im Tag 120 Kilometer. Und das ist zu weit. Und schon zeitlich nicht, geht es nicht. Grüezi, Frau Chris. Einmal pro Monat muss er noch ins Spitalzentrum Biel für die Kontrolle. Seit der Anfangsjahr mit der Dialyse hat angefangen, kümmert sich die Martha Kisch um ihn. Sie hat ihm geholfen, daheim alles einzurichten und hat ihm gezeigt, wie er die Dialyse ganz allein durchführen kann. Besonders achten muss man auf die Hygiene. Das ist sehr wichtig, aber der Patient wird sehr gut geschult bei uns. So Händehygiene, der Patient muss auch die Maske tragen. Und nachher auch, dass er genügend Räumlichkeiten hat, also genügend große Zimmer, wo er seine Dialyse ungestört durchführen kann. Dialyse muss man machen, wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Für das ist die Abteilung Nephrologie zuständig. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Nierenversagen behandeln kann. Ideal für die Patienten, bei denen das möglich ist, ist die Nierentransplantation, weil dann hat man wieder ein Organ, was eigentlich funktioniert und sämtliche Funktionen einer Niere auch erfüllen kann, was die Dialyse nicht kann, aber die allermeisten. Und die beiden technischen Nierenersatzverfahren sind die Hämodialyse, bei der direkt das Blut gereinigt wird, mit einem Filter an der Maschine, bei uns während 4 Stunden. Das ist aber auch zu Hause möglich, aber ein längerer Lernprozess und technisch aufwendig. Und die zweite, prinzipiell sehr einfache Methode, die man zu Hause machen kann und unabhängig machen kann von uns, ist eben die Bauchfelddialyse. Die letzte Methode ist auch die, die Jakob Kunz macht. Das Prinzip von der Bauchfelddialyse ist eigentlich sehr einfach. Das Bauchfell umspannt die inneren Organe und bildet die Bauchhöhle, wo es relativ viel Platz hat. In diese Bauchhöhle kann durch den Katheter, der neben dem Bauchnabel vom Patient rauskommt, saubere Flüssigkeit eingelassen werden. Diese Flüssigkeit bleibt dann für 3-4 Stunden drin und kann über das Bauchfell Giftstoffe aufnehmen aus dem Körper des Patienten. Wenn die Flüssigkeit gesättigt ist mit den Giftstoffen und Abfallstoffen, die die Niere nicht mehr ausscheiden kann, wird durch den Katheter das dreckige Wasser herausgelassen und wieder frisches Wasser eingefüllt. Dann geht das Ganze von vorne los. Das frische Wasser nimmt wieder die Giftstoffe auf, die später ausgeleert werden können. Wenn einem jemand daheim mit der Dialyse hilft, kann man das gut selber machen. Der Jakob Kunz weiss genau, wie es läuft. Und wenn es nicht mehr gut läuft, dann muss ich aufstehen und sieht man es gut, wie es jetzt wieder läuft. Jetzt ist leer. Jetzt muss ich hier umstellen. Und dann geht es 2-3 Sekunden. Und dann stelle ich ganz um. Und jetzt läuft das alles wieder in den Bauch hinein.
Um die Zeit totzuschlagen, hört der Jakob Kunz meistens Radio. Jeder muss etwas finden, das ihm gefällt, um sich beschäftigen während der Dialyse. Der Patient kann zum Beispiel ein Buch oder eine Zeitung lesen, er kann Radio hören. Am meisten schlagen wir ihnen vor, dass bei ersten Wechsel gerade die Patienten, die Zucker haben, ihren Zucker messen können oder ihren Blutdruck messen können. Also manche Patienten schauen Fernsehen, während sie den Wechsel machen. Den Hahn zu machen, schließe ihn hier an. Die Dialysebehandlung vom Mittag ist abgeschlossen. Der Jakob Kunz muss jetzt wissen, wie viel Flüssigkeit es gegeben hat. Jetzt sind 1,960 Kilo Wasser sind hinausgekommen. Das muss ich hier aufschreiben. 30 hereingelassen, 2,2. Diese Zettel nehme ich mit, wenn ich zur Kontrolle gehe auf Biel. Das Mal ist alles normal. Das Schwierige an den Nierenerkrankungen ist, dass man sie nicht so einfach verhindern kann. Es ist tatsächlich so, dass man häufig nicht merkt, wenn die Nieren krank sind. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel viele Krankheiten gar keinen Schmerz auslösen. Und die Beschwerden kommen dann erst, wenn schon sehr viel Gewebe kaputt gegangen ist, wie zum Beispiel Wasser in den Beinen oder zu hoher Blutdruck. Es ist schon so, dass man das auch früher entdecken könnte. Es gibt ganz einfache Tests, die der Hausarzt machen kann, mit denen man die Nierenfunktion prüfen kann. Seit er mit der Dialyse hat angefangen, geht es Jakob Kunz gut. Grosse Verzichte habe ich keine. Ich kann alles. Ich kann Auto fahren, kann TÜV fahren. Ich muss einfach auf die Zeit wieder zu Hause sein. Der erste Schritt ist für den Patienten meistens der schwierigste. Die Patienten, die sind, dass die Mühe ist, dass sie überhaupt die Dialyse machen müssen. Das ist schon ein Punkt. Aber diejenigen, die die Bauchfelldialyse machen, die sind sehr motiviert und die sind motiviert, ihre Dialyse oder ihre Behandlung selbstständig durchzuführen und Selbstverantwortung überzunehmen. Und deswegen läuft es auch eigentlich sehr gut. Der Jakob Kunz ist froh, dass er seine Dialyse daheim machen kann. Aber auch für ihn war es am Anfang nicht einfach. Eigentlich habe ich gar nichts wollen machen mit den Nieren. Dann haben wir Geburtstag gefeiert im Februar. Und dann haben meine Söhne und Großkinder gesagt, ich sei ja daneben gesund, wieso will ich nichts machen? Dann habe ich mich entschlossen, dann fange ich an mit der Dialyse. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich nicht mehr hier. Und ich war an einem Freitag bei Frau Dr. Kruse. Da habe ich noch um die 600 Giftklasse, ich weiß nicht, wie man das kann berechnen. Am Freitag und am Montag, wo ich gekommen bin, habe ich schon über 700. Und mit 700 ist praktisch kaum mehr Chance zum Leben. Aber ich habe jetzt mal verleiden. Ja.